Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldar zu einem neuen Part, Miitopia mit dem Zwergfürst. Wir sind hier direkt in der Story drin. Wen haben wir denn hier? Hey, du da, hör mir mal kurz zu. Wer könnte immer weiterspielen? Ich bin's, der wahre Quizfreak. Quizfreak Richard Kessler. Finden wir heraus, wie viel du wirklich weißt. Lust auf eine Runde Allgemeinwissen? Natürlich. Versuchen wir es mal. Lass uns gleich mal anfangen. Drei Fragen. Fangen wir an. Frage Nummer 1. Die Frage ist Frage Nummer 1. Richtig. Okay. Solche Fragen. Mit wem wuchs Prinzessin Katja auf? Prinz Marcher. Richtig. Frage Nummer 3. Was sind das für Fragen? Wie heißt der Heilzauber des Priesters? Oha, Heilung natürlich. Heilung oder Peilung? Naja, richtig. Sind jetzt nicht die schwersten Aufgaben, aber gut. Mal was Lustiges für zwischendurch. Glückwunsch! Du hast mich glatt geschlagen. 5 HP-Bananen erhalten. Na, das ist nicht viel, aber man sieht sich. Den treffen wir also nochmal. Wahrscheinlich dann in der nächsten Stadt, die oben drüber heißt. Ich wette sowas von da drauf, dass die oben drüber heißt. Eine Liebe kommt Hunger. Müssen wir sowohl mal füttern in der nächsten Gaststätte. Im nächsten Rasthaus. Ich trage heute was, hast du gesagt, bestimmt ihre Lieblingsklamotten. Oh, was haben wir hier? Grünploink. A, Grün, Klein B und Dreier Pactus A und Dreier Pactus B. Miau, finde greift zu. Okay. Das war eine gute Attacke. Frecher Pizzer auf den Grün Pactus B. Na denn. So wie es aussieht, wird es das ihn erledigen. Jo, sind nicht allzu schwere Gegner. Nicht übel. Was? So, jetzt darf auch einer niemals zuhauen. Okay. Und das hält der grünen Ploink aus. Scheinbar nicht zu effektiv. Deshalb, oder? Die zumindest immun gegen die Attacken. Ich greife mal an auf grüne Ploink. Aha. Sonst ist ja niemand da, den ich angreifen kann. Alle anderen wurden schon besiegt. So. Sarah kocht was für Finne natürlich. Für wen denn auch sonst? Mampf. So. Haut's rein. Ein Kinderspiel. Schon vorbei. Ja, schon vorbei, Sarah. Weiter geht's. Kaktussaft bekommen. Bin so schnell wie der Wind. Oh, eine Schatztruhe. Öffnen wir natürlich. Wäre blöd, wenn wir sie nicht öffnen würden. Ein bisschen Geld schadet nie. Können wir hier brauchen, um den Leuten einige Wünsche zu erfüllen. Schnauf, Keuch! Es wird dunkel. Wir sollten ein paar Sterne anschauen. Oha! Was haben wir denn hier? Ein Sternhimmel. Seh den Sternenhimmel. Auf dem unteren Bildschirm sind sie. Na toll. Die Sterne sind so wunderschön. Oh, eine Sternschnuppe. Berühre das gewünschte Item dreimal mit dem Touchscreen. Ich darf mir jetzt was wünschen, oder was? Geld. Ich habe mir Geld gewünscht.
Ich hoffe, unsere Wünsche werden wahr. Eine Truhe. Jetzt muss ich das auch mal einblenden. Ich weiß, ist scheiße, aber... Was um alles in der Welt? Ein Geschenk von der Sternschnuppe. Geld. Okay. Wünsche werden also wirklich wahr. Ah, alles klar. Und es wird wieder Tag. Das war eine seltsame Nacht. Und dann kam der Morgen. Was? Wo sind sie hin? Ach so, im Zelt. Ausnahmsweise nicht an der... Schlafen. Unterm Sternenhimmel. Los geht's. Auf uns wartet ein neuer Tag. Er stand nicht ganz so dort, aber... Ich hab's mal eigen interpretiert. Wenn es denn sein muss. Monster! Einige Schreckskorpione. Riesenschreckskorpione sogar. Haut ihn auf die Gurken. Heiße Hauer! Immer auf den einen. So geht's natürlich auch. Och nö. Es stürzen sich alle auf mich. So eine Schande. Was ist denn hier los? Annelie wurde bestimmt besiegt. Und dann beleben wir sie mal wieder. Das scheinen etwas schwerere Gegner zu sein. Oha, Annelie ist nicht gerade gut auf. Jetzt nimmt seine HP-Banane und ist wieder einigermaßen gut auf. Nein, Sarah, meine Schwester. Finde besiegt den einen. So, ich muss mich dann auch mal um die Gegner kümmern. Ein frecher Piekser auf B. Kicher. Und hoffentlich bringt's was. Zack. Ja, nicht gut genug. Oh, habe ich so schnell vorgespürt, ja. Blablabla. Dann wacht es ein bisschen, wenn ich so ruckartig vorspule. Sollte ich nicht so oft machen. Das sieht ulkig aus. Und zack. Sicher Piekser. Oha, sieht nicht gut aus, unser Team. Ich ruhe kurz mal meine Augen aus. Jetzt haben wir nur noch Finne und Annelie. So ein Mist. Lebensstreuer habe ich schon an Annelie gegeben. Kriegt ihr das hin? Denkt ihr, kriegt das hin? Gegen die zwei Skorpione. Denkt ihr das? Ich denke das zwar gerade nicht, aber... Okay, ja. Sieht gerade sehr schlecht aus. Finde es auch am Boden. Los, Annelie. Ich glaube an dir. So, zack. Ah. Los, Annelie, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Du schaffst das nicht. Mist. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass dieser Kampf so schwer wird. Wie konnte das passieren? Ja, das frage ich mich auch gerade. Wollen wir mal zurückkehren. Versuchen wir es wohl nochmal. Wir müssen zu der Pyramide. Das scheint der einzige Weg zu sein, der dahin führt. Also müssen wir wohl an den Skorpion vorbeikommen. Wir nehmen mal einen anderen Weg, den Weg nach unten. Da waren wir noch nicht. Was haben wir hier? Ich bin fix und fertig. Finde, wie siehst denn du aus? Habe ich dir das Kostüm gekauft? Wahrscheinlich schon, oder? Ich bin fix und fertig. Hey, hör auf, mich nachzumachen. Hey, hör auf, mich nachzumachen. Warum ahmst du mich nach? Warum ahmst du mich nach? Wenn du so ein toller Hecht bist, hättest du wohl gerne. Und weiter geht's. Sind wir bald im Gasthaus. Wir kommen gerade von einem. Oh, ganz viele Ploings. Grünen Ploings und zwar. So, hau rein. Okay, hau rein sieht anders aus, aber egal. Ich hoffe, die grünen Ploings hier wären uns nicht zu stark. Ich hoffe, das geht. So, zack. Finde. Alles in Ordnung. Finde kümmert sich um Sarah. Gut. Wenn sie wollen, wenn sie einander mögen. Wenn es hilft, pflege ich immer zu sagen. Tolle Aktion, Finde. Wow.
schlechtere Pixar auf. Ich kann mich nicht entscheiden. D ist ein gutes Buchstabe. Guter Buchstabe. Zack! Okay. So viel bringt das gar nicht. Hui, ich muss auf Sarah aufpassen. Die ist ziemlich am Boden. Die muss mal in die Ruhezone. So, und jetzt muss ich in die Ruhezone. Ja. Sieht gut aus für unser Team, dass sich hier schon schwächelt bei so ein paar grünen Plöinks. Ich hab mal ein Foto gemacht. Den wollte ich nicht. Ich brauche eine Auszeit. Niemand braucht hier eine Auszeit. Und dann noch gut auf. 350 haben wir. Das sollte einen Bonus, einen neuen Bonus geben. Zack. Und geschafft. Danke an Finne. Finne und Co. waren siegreich. Ja, Finne war heute der Stärkste hier. Und weiter geht's. Level 7 für alle. Level up für Zweggy. Level up für Finne. Level up für Sarah. Annelie ist schon Level 7. Und weiter geht's. So, da sind wir wieder bei der Kreuzung. Und da müssten gleich die Skorpione kommen. Diese Skorpione kommen. Miau. Finde greift an. So, jetzt müssen wir aufpassen, was wir machen. Weil ist gefährlich. Wir mussten schon mal umdrehen. Bei diesem Kampf. Oh, den einen haben wir schon besiegt. Bah, Zungenfachnot. So. Ordentlich ein nach der. Eine nach dem anderen. Nach der Reihenfolge. So, entspannt. Okay. Wieso versteckt die sich hinter mir? So ein Mist aber auch. Ich würde es sehr gern beschützen, aber muss das sein? Muss man sich immer hinter mir verstecken? Muss man nicht als menschliches Schutzschild benutzen? Muss das ernsthaft sein? Ich habe so ein gutes Gefühl, dass wir das heute hinkriegen hier. Dass wir es bei diesem Versuch schaffen. Immerhin ist schon die Hälfte besiegt. Mehr als die Hälfte. Danke, Annelie. Finne, greift an. Sarah kocht was für Finne. Nein, nicht für Finne. Für Annelie ausnahmsweise mal. Oha, und wer kocht was für mich? Tja, ich muss mir selbst kochen. Ich kann doch nicht kochen. Na doch. Relativ wenig, aber erstaunlich wenig. Ich komme immer so eine scheiß Tiefkühlpizza. Bin zu faul vor allem. Annelie und Kommand siegreich. Ja, sie hat gute Arbeit geleistet. Kann man so sagen. Hurra, Grillskorpion. Wer mag denn das nochmal? Ein Gasthaus. So nah war das. Das Gasthaus. Na gut, dann hätte ich das auch. Ja, ich nur den Kampf überstehen müssen. Du hast jetzt 350 Leute gerettet. Die Macht des Horst. HP-Streuer vergrößert. Du kannst jetzt satte 50. Statt 50 satte 55 HP verstreuen. Ho, 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 ho. Die Dankbarkeit der Gerechteten hat die neue Kraft in dir erweckt. Wahrlich, du bringst die Hoffnung nach Minitopia zurück. Und nun widmen dich der besiegen schrecklicher Monster. Die nächsten Bonus heißt du, wenn du 400 Leute gerettet hast. Ja, das kennen wir. Das wird doch langsam blöde. Pyramide und gleich mal zwei gute Golems. Okay. So, kämpfen die dann gegen uns, wenn sie gute Golems sind? Haha, Popo Pizza. Sachs. Pizza in den Po. Okay. Wetz, wetz. Ich kann die sozusagen verleiten anzugreifen. Okay, ist jetzt nicht die beste Möglichkeit. Ich kenn's ja schon, aber. Oha, da sind heftige Golems. Die haben heftige Attacken. Ach so, die heilt sich von selbst. Muss ich gar nicht in die Ruhezone stecken. So ein Kampf ist echt hart. Sprunghieb. Zack. Sprunghieb bringt es ein bisschen. Okay. Was macht er? Was macht Finne? Okay. Die Golem bietet Schutz. Oh, auch von mir aus.
Finn ist dran. Hahaha. Zack. Aufgepiekst. So. Was macht Finn? Nee, Sarah war das. Schutz. Hauptsache einer wird angegriffen. Ist wohl ganz ein Freund. Oh, Sarah weicht aus. Und der eine Golem schützt den anderen. Oh, Annelie ist weise, sie hält sich selbst. So, ich bin noch nicht fertig. Wetz, wetz. So, alle mal gepiekst hier im Team. Ordentlich angespornt zum Kämpfen. Zack. Auf geht's. Schwunghieb. Okay, wie viel HP haben denn die? Das ist doch nicht mehr normal. Muss doch irgendwann mal einer besiegt sein, oder? Ich meinte keinen aus meinem Team. Ich meinte nicht mich. Ich meinte das gegnerische Team. So, ich setze mich mal in die Ruhezone. Annelie soll sich mal selbst heilen. So, zack. Ja, stellt sich wieder schützend davor. Was soll denn der Mist? Los, besiegt den noch mal. Wie viele HP hat der denn? So viele HP kann es gar nicht haben. Super. Annelie wurde von Sarah geheilt. Duba, eine Beziehung. Flüchtige Bekannte. Okay. Angeben gelernt. Okay, ja. Das ist jetzt ordentlich scheiße. Entspannt. Natürlich. Benutzt sie meine Schwester als Schutzschild. Also das ist generell scheiße, jemanden als Schutzschild zu benutzen. Das finde ich nicht so toll. Da, steh mal bitte selbst im Kampf. Oha, die halten nicht mehr viel aus. Die sind schon fast besiegt. Aber ein bisschen braucht's wohl noch. Nein! Ich bin tot. Ich bin besiegt. Herr mit dem Leben. Gehört mir. Zack. Da muss wohl jemand wieder in die Ruhezone. Du schaffst das, Annelie. Finde feiert sie an. Okay, MP-Punkte werden aufgefrischt, aber halt nicht die HP-Punkte. Ja, der stellt sich wieder schützend vor ihn. Wie schön. Aber die sind beide bald besiegt. Hoffentlich. Frecher Piekser auf den B-Golem. Vielleicht trifft es ja den A-Golem, wenn er sich da vorstellt. Oder auch nicht. Besiegt! Den einen haben wir. Brauchen wir nur noch den anderen. Zack. Sarah schlägt ordentlich zu. Und Attacke. Annelie besiegt. So, wer war jetzt der stärkste? Sarah und Co. Hier im Team. Sauber aufgeräumt. Abgeräumt stand da natürlich. Golem Steak. Jetzt sind wir nicht in der riesen Pyramide angekommen. Jetzt retten wir die Bewohner von nebenan. Hier sind so einige drin in dieser Pyramide. Ja. Nur die Stadtprominente, die war irgendwie dort unten im Labyrinth. Das ist also die Riesenpyramide. Ob der Dunkelfürst Julian auch hier ist? Gut möglich. Monster mit den Gesichtern von Stadtbewohnern gibt es hier sicherlich auch. Jetzt wird's spannend. Egal, volle Kraft voraus. Nichts kann uns aufhalten. Du hast recht. Und hey hopp, auf geht's. Ah, wir schlagen ihn. Sogar drei Gegner. Mumie. Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Okay, wie stark sind die? Wie stark ist die Mumie? Was? Verschluckt die Waffe von Sarah? Kann die jetzt nicht mehr angreifen? Ha, sowas. Dann müssen wir wohl die Mumie mal besiegen, damit Sarah wieder angreifen kann. Gibt's doch gar nicht hier. Einfach die Waffe zu klauen. Ich muss jetzt mit der Faust zuschlagen. Okay, das zieht sehr wenig ab. Ja, gib's wieder her. Mir spuckt er aus. Das ist voller Sabber. Ja, das ist nicht so schön.
wenn eine Mumie deine Waffe gefressen hat. Dann ist dann nicht mehr so sonderlich schön. Anni, meine Ruhezone. Da muss ich ausruhen. Frecher Piekser auf. Ah, der ist noch komplett ohne Schaden. Dann soll er mal ein bisschen Schaden abkriegen. So. Sie ist mir geheilt. So, Attacke. Wir können es schaffen. Oha, Nase und Mund. Was ist denn das für eine Kombi? Oh nein, Finne ist besiegt. Ich würde ihn erstmal liegen lassen. Ist nur eine Katze. Ist erstmal nicht so dringend notwendig für den Kampf. Vielleicht schaffen wir es auch ohne ihn. Will vorne nie angeben. Okay. Wieso sollte ich vorne nie angeben wollen? Zack. 59. Das ist doch ordentlich hier. Ein Blaukobra B ist dran. Okay. Frecher Piekser auf Blaukobra B. Kicher. Wieso kicher ich eigentlich immer? Wenn ich ein Teufelchen bin oder was? Andi greift an und besiegt. 360. Andi und Kovan siegreich. Das war ja einfach. Naja, so einfach war es nicht. Dann gab es schon einfache Kämpfe. So, wieder Bonus ERF. Wer kriegt die? Sind eigentlich alle relativ gleich auf. Ich glaube, Finne ist so ein bisschen weiter drunter. Finne soll es kriegen. So, ordentlich. Mumienfleisch. Nam, das muss sehr lecker schmecken. Ist ja so ein gammliges Fleisch, so. Ist ja jetzt neu im Trend, dass man so ein arschteures, vergammeltes, abgestandenes Fleisch von vor 20 Jahren irgendwie ist. Was? Die Waffe von Annelie verschluckt. Oh nein. Die ist dann gleich wieder voller Sabber. Nein, niemand klaut meine Gabel. Was zum? Kann ich jetzt nicht mehr angreifen? Was soll denn der Mist? Ja, Technik und Magie kann ich nicht. Und dazu brauche ich wahrscheinlich meine Waffe. So eine Kacke hier. Gib mir meine Waffe zurück. Wie soll denn das werden? Die Stärksten haben ihre Waffen abgegeben. Naja, nicht abgegeben. Eher unfreiwillig. Nur Sarah hat ihre. Naja, Finn hat seine Krallen. Wie das wohl aussieht, wird er dann seine Krallen abgeben müssen? Alter Schwede, du schaffst das. Ist ja schön und gut, aber dafür bräuchte ich meine Waffe wieder. Ach du Schande. Ich kann nicht wirklich angreifen. Los, Finne, los, Sarah. Kriegst das hin? Ich muss mich auf euch verlassen. Zack. Da ist meine Waffe wieder. Nein, das ist Annelies. So ein Mist. Ich will meine Waffe wieder. Alles oder Sabbe. Na toll, meine Gabel voller Sabber. Muss die jetzt erstmal abspülen, bevor ich wieder mit essen kann. So ein Mist aber auch. Ich muss Annelien leider in die Ruhezone stecken. Es tut mir leid für sie. Bin besiegt. Ich habe meine Waffe zurück, alles voller Sabber. Die geht im nächsten Rasthaus hoffentlich ordentlich abwaschen. Das geht so nicht. Und Attacke. Gib dir den Rest, blöde Mumie. Dafür, dass du meine Gabel gefressen hast. Das muss gepiekst haben im Hals. So, kocht was für mich. Oh, wie schön. Endlich kocht mal wer was für mich. Habe ich natürlich mit dieser Gabel gegessen. Bah! Das habe ich nicht gerade im Ernst mit dieser Gabel gegessen. Und so viel dazu. Sarah besiegt. Rip Sarah. Nein. Ich werde sie rächen. Kicher. Stich zu. Mach sie alle. Die Schlange. Ich sagte, mach sie alle. Das war noch nicht alle. Puh. Besiegt. Endlich. Sarah und Kovan siegreich. Das war ja einfach. Obwohl sie besiegt wurde. Vielleicht gerade deshalb, weil sie besiegt wurde. So, das krieg ich. So, Cobra Nuggets. Und weiter geht's. Bald ein Gasthaus, oder? Nein, da geht's erstmal runter. Welchen Hebel betätigst du? Den linken, den rechten?
Schwere Entscheidung. Den Rechten. Mal sehen, was passiert. Das war eine schlechte Entscheidung. Der hätte ihn fast erschlagen. Findest du ihn ausgewichen? Oha, das hätte mich fast nie gekostet. Kann das wirklich passieren? Dass das mich nie kostet? Das wär's. Da bräuchte ich ein neues Teammitglied. Ein Spielschein. Müssen wir wohl mal wieder spielen. Wir müssen hier irgendwann auch ankommen. Keine Lust auf starke Monster. Neue Klamotten. Cool. Sehe ich auch so. Kompliment kam gut an. Eine Beziehungsstufe oder? Nein, nur ein bisschen. Ein klein wenig Auffrischung. Auf zum Gasthaus. Ich schätze, vorher kommt noch was. Uha, ein Gesicht. Schalalalan. Das ist doch Holla, die Waldfee. Holla! Holla, ein Gemälde. Das Gemälde Holla. Das sieht aber relativ hübsch aus. Alles in Ordnung. Oha. Kann das jetzt gerade nicht einschätzen. Hat die gute Attacken oder? Ich bin nicht so. Hat das gerade was gebracht oder? Die Leute daneben nerven etwas. Die müsste nicht so unbedingt sein. Erledigen wir die mal als erstes. Dann tun sie nichts beim Bosskampf zur Sache. Hau rein! Andi bekommt etwas zu mampfen. So. Auf geht's, Sprunghieb. So, den daneben haben wir gerettet. Besiegt. Nein. Meine Schwester. Gib alles. Wir wären nicht müde. Oha, was ist denn das für eine Attacke? Nein, Finne. Okay. Finne wiederbelebt und mich in die Ruhezone. Sarah muss wohl erstmal tot bleiben. Tut mir leid für sie, aber. Ja, muss mal so. Oh nein. Solche Attacken. Nein, was wird denn das hier? Andi in die Ruhezone, jetzt bin ich hier allein. Frecher Piekser auf Holla. Ach du Scheiße, die hat ja noch volle HP. Was wird's denn das hier? Ein schlechter Kampf. Nein, nein, ich bin am Boden. Andi, nee, du kriegst das nicht alleine hin. Ach du Scheiße. Die ist ja noch voll. Die HP. Och nö. So ein Shit. Müssen wir umkehren. Ich kann es nicht fassen. So ein Kack.